Ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Dragon Quest 2 Luminaries of the Legendary Line. Wir sind auf der Suche nach einem Prinzen. Uns wurde im Schloss gesagt, dass er hier hingegangen ist, zur Quelle des Mudels. Ist er nicht, da ist er nicht, der ist nach Laurasien gegangen. Der war schon hier. Ja, das ist super, ne, dass er schon hier war. Wir müssen nach Laurasien, unseren eigenen Heimatort, wo wir herkommen. Der sucht uns, der Typ. Der sucht uns. Ja, das ist super, ne, dass er uns sucht. Gefällt mir. Anstatt irgendwo mal zu bleiben oder so. Nein, 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 nein. Der muss da unbedingt irgendwo suchen. Naja. Er hat es wahrscheinlich auch eilig, ne? Genau wie wir. Ich kann es erwarten, wenn wir endlich zu zweit sind. Bin gespannt, wie das hier aussieht. Drei Schleime tauchen auf. Super. Ja, was sagt ihr bis jetzt zum ersten Part? Was laber ich? Das ist jetzt der dritte, ne? Wie gesagt, was sagt ihr bis jetzt zum Spiel? Ist doch recht interessant, oder? Die Map ist ein bisschen größer als die zweite. Allerdings, das heißt, ein bisschen die ist ordentlich größer. Allerdings ist auch nicht so riesig, wie man sich vorstellt, ne? Wir haben jetzt schon ein Viertel der Map schon gesehen, quasi. Ungefähr ein Viertel der Map. Das meiste ist ja, wie schon bekannt, Wasser, ne? Ja, da haben wir noch zwei Schleime. Der eine haut ab. Gehen wir nach Hause. Da ist unser Zuhause. Und dann reden wir mal mit dem König. Vielleicht ist er ja beim König. Ich glaube zwar nicht daran, dass er hier ist. Wir werden es sehen. Ist ein bisschen mehr gelaufen, ne? Als Teil 1. Teil 1 war wirklich nur einmal so richtig gelaufen. Es sei denn, man weiß natürlich, ob das Spiel ohne Komplettlösung war, dann ist es wirklich hin und her gelaufen. Hier ist er nirgends. Der wird uns ja wohl. Nö. Hallo? Du bist sicher zurückgekehrt, Prinz Rico. Vor kurzer Zeit war der Prinz von Sumatra hier und hat nach dir gesucht. Aber du bist ja auch zurückgegangen und wusstest, dass er wohl hier zurückkehren wird. Okay, der ist halt. Nee, lass mal. Ja, danke. Dann ist er wahrscheinlich nach Hause zurückgekehrt, ne? Der ist wahrscheinlich nach Hause zurückgekehrt. Der Typ. Dann gehen wir da mal nachgucken. Wenn er hier vor kurzem hier war, der Prinz. Ich hoffe, die andere lässt sich nicht so. Ist nicht so ganz da hin und her. So ungeduldig. Na, wobei, wenn wir schon hier sind, warte mal. Lass mich nochmal kurz eben einmal schlafen gehen. So. In das Inn. So, einmal schlafen. Gute Nacht. Danke. Gut, tschüss. Adios. Aber ich mag das Design vom Helden, ne? Der sieht ein bisschen mit der Fliegerbrille. Ist ganz schick gemacht. So, jetzt müssen wir zum Schloss zurück. Wo der Prinz hoffentlich auf uns wartet. Ja. Das Design der Schnecken, ne? Ist auch sehr hübsch. Sehr, sehr hübsch. Dim, 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 dim. War es hier schon am Norden? Nee. Ab hier, genau. Ab hier. So, bisschen noch Westen. Und da ist es doch, das Schloss. Da ist es. Natürlich wird es noch bewacht von irgendwelchen Kreaturen der Finsternis. Von Eisenameisen. Auch nachdem man vor 100 Jahren den bösen Drachenkönig besiegt hat, sind natürlich die Monster auch wieder zurückgekehrt, 100 Jahre später. Ne? Irgendwo hat der Held damals welche ausgelassen. Kann man nichts dran ändern, ne?
Ach Gott, das ist ja auch so ein komisches Ort, so ein komisches Örtchen hier. Nein, euch lasse ich nicht frei. Das könnt ihr vergessen. Wobei ich aber sehr, sehr neugierig bin, um zu erfahren, was passiert, wenn man die Gefangenen freilässt. So, hey. Ist der König irgendwo hier jetzt völlig? Ah, Prinz Miko, du bist zurück. Was ist los? Du hast immer noch den Prinz Kane getroffen? Er ist nicht zurückgekommen. Nein. Gut, dann bleibt uns ja nur ein Ort übrig, und zwar das andere Dorf. Oh Mann, dieser Prinz, ne? Dieser Prinz. Oh je. Danke, Mademoiselle. Gut, dann gehen wir nach Süden. Zum anderen Dorf. Naga, nada, nada, nada. Ist der letzte Ort, wo er sein könnte, ne? Der war ja, erst ist er da, dann soll er da sein, dann ist er hier, und dann ist er doch nicht hier. Naja, gut. Da ist doch das Dörfchen. So. Guck mal da drüben. Ist der das? Ich glaube schon. Warte mal. Oh nein, ich weiß jetzt nur, was mit der Nacht blüht, Leute. Hi. Ich bin Prinz Kane von Sulmatria. Oh, du bist Prinz Miko von Lauresia. Ich habe nach dir gesucht. Nun denn, lass uns zusammentun und gegen uns zusammen kämpfen. Und nun haben wir unseren allerersten Begleiter, den man überhaupt in ein Turenka-Spiel holen kann. Den allerersten Begleiter ist Kane. Cool. Und er folgt uns sogar. Wie geil ist das denn gemacht? So, aber Leute, ich muss jetzt leider einmal kurz leveln, weil wir müssen es gibt hier eine Art Level 5 Regel, ne? Man sollte jeder Charakter startet auf Level 1 und wir müssen ihn halt auf mindestens Level 5 bringen. Und ich sollte, welches Level habe ich? 7. Level 10 sein für den nächsten Ort und ich dementsprechend werden wir noch leveln müssen. Aber das machen wir nicht jetzt. Wobei wir müssen, warte mal, wir müssen uns ausrüsten. Wir müssen den Typen hier ausrüsten. Hi. Nee, du bist ein Itemhändler. Wir müssen den anderen Typen ausrüsten, weil wenn der nichts bei sich hat, dann ist es ein bisschen anstrengend. Danke. Guten Tag. Kane hat das schon aus... Nee, gar nicht wahr. Hat er nicht ausgerüstet. 12 auf 19. Ja. Die Ketten. Wer soll das tragen? Kane. Der hat es noch nicht. Ja, bitte auch ausrüsten. Oh Gott, wir können was verkaufen. Nee. Ich würde was verkaufen. Also Kane kann erstmal den Schläger verkaufen, ja. Ja, immerhin ein bisschen Geld. Nein, ich würde gerne noch mehr verkaufen. Nein, oh Gott, ich darf nicht. Ja, sell, bitte. Was verkaufen. Miku. Die Lederrüstung. Ja. Haben wir denn schon genug Geld, um irgendwas zu kaufen für unseren guten Kane? Mhm. Das brauchen wir nicht. Das kostet 390, ne? Lass uns die 390 zusammen machen. Zusammen sammeln. Wobei. Nee, ich mach das auch. Ich schneide das zurecht, wenn ich das Geld jetzt angefarmt habe. Wir brauchen insgesamt 390 plus 90 sind 480 Tacken. Okay, das kriege ich schnell hin. Wir sehen uns dann gleich wieder, wenn wir Kane ausgerüstet haben, Leute. Weil der kann sonst nichts. Wobei, einen Kampf will ich euch auch noch mal zeigen. Ich möchte die Erfahrung mit euch teilen. Und zwar, wie es aussieht, wenn wir zu zweit kämpfen. Nicht viel anders. Miko XC kann angreifen. Und Kane kann auch angreifen. Okay. Sehr gut. Das macht alles ein bisschen erheblich leichter, wenn wir noch jemand anders haben, der angreift, ne? So, jetzt will ich nochmal kurz gucken, ob der gute Kane auch Zauber beherrscht.
Du greifst an. Spell. Er kann Heilzauber. Okay, endlich ein Heiler. Okay. Gut, Leute. Ich werde jetzt hier, bis ich genug Geld habe. Ich weiß gar nicht mehr, wie das war. 480 irgendwie so. Na gut, ich werde jetzt hier farmen, bis ich genug Geld habe, Leute. Wir sehen uns gleich wieder. So, da bin ich ja wieder. Ging relativ zügig. Ich habe noch Kane noch zusätzlich auf Level 5 gelevelt, damit er hier auch was reißen kann. Das ist sowieso Pflicht. Und ich bin auf Level 8 gekommen. Ja. Nun können wir ihn wohl auch komplett umrüsten, oder? Ja, ich denke mal. Das geht. Das geht. Ihm fehlt halt ihm. Warte mal, Item. Kane hat auch ein paar Sachen gesammelt, weil wenn die Sachen, die man hier, na, jeder hat sein eigenes Inventar quasi. Und Items, die Gegner troppen, bekommt man meistens immer der erste. Und wenn der erste voll ist, kriegt der zweite das, ne? Ist sehr interessant gelöst. Und wahrscheinlich auch sehr kompliziert früher gewesen zu machen. So, was kaufen? Und zwar für Kane. Der braucht die Kettenrüstung. Und die Lederschild. So. Ah, für Kane. Und natürlich auch gleich auch direkt ausrüsten, ne? Ja. Ja, ich würde gerne noch mehr kaufen. Das Lederschild. Wer soll das tragen? Kane. Auch gerne ausrüsten. So, ich würde gerne aber auch was verkaufen, weil wir haben ein paar Sachen, die wir halt nicht brauchen. Die Plain Clothes zum Beispiel. Ja, weg damit. Das ist nur Inventarverschwendung. Ah, nein, nicht kaufen. Sell bitte. Nico hat nichts mehr bei sich, außer Gegengift und Medical Herb. Und Kane hat noch das Lederschild. Lederrüstung. Weg damit. Ja. Nee, das war's. Wir gehen jetzt einmal schnell schlafen. Und dann machen wir uns auf zum zweiten Dungeon. Wuhu. Ja, bitte einmal bleiben. Danke. So. Wir sind ausgeschlafen und... Ja, jetzt geht's nach Westen, Leute. Aber vorher sollte ich einmal noch was speichern, Leute. Ich speichere nochmal ganz kurz. So. Gespeichert. Jetzt sehen wir unten auch tatsächlich auch Kane. Extra sein Dings. Und eigentlich, wenn wir gleich da sind, werden wir uns noch auf Level 10 hochleveln müssen. Aber das geht. Das geht. Kriegen wir schon hin, ne? Das kriegen wir schon hin. Jetzt kann Kane ja auch was machen. So, du kannst... Was kannst du machen? Fireball. Ah, interessant. Wir greifen lieber mit ihnen an. Ja. Kann er Gegner mit einem Schlag besiegen? Interessant, würde ich gerne in Erfahrung bringen. Ja, zum Glück. Also noch brauchen wir Feuer nicht einsetzen. Gut. Wenn wir an dem Ort sind gleich, werden wir ein bisschen leveln. Da sollen wir noch nicht rein. Merkt euch aber den Ort bitte. Den merken wir uns einfach mal. Wir sollen jetzt ganz nach Westen gehen. Kämpfen wir mal vorher gegen Trakis. Okay, Kane, da muss Kane aber Feuer einsetzen. Er hat 20 MP. Unser Held hat gar keine MP. Sehr gut. Dim, 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 dim. Ich glaube, es ist egal, welchen Weg wir nehmen. Ich glaube, hier oben. Ist das bei den beiden Brücken da hoch? Oh Gott. Da greifen wir lieber so an. Mach du mal ein Spell. Die Königskobra. Gut. Kostet 2 MP. Das ist halt auch so ein bisschen nervig, weil MP halt so... Weil wir kein nix haben zum MP auffüllen, ne? Aber nun denn, das ist der zweite Dungeon. Und Leute, ich werde jetzt hier einmal wieder einen Schnitt setzen müssen. Aber ich habe jetzt Level 10 leveln sollen. Und das werde ich tun. Wir sehen uns dann gleich wieder. So, und da bin ich wieder. Ich habe so weit gelevelt, dass Kane auch Level 10 erreicht. Er hat zwischenzeitlich, glaube ich, einen neuen Zauber gelernt. Und zwar Return. Antidot, Gegenmittel und Gegengift. Und ja, das war wirklich... Das hat lange gedauert, Leute.
Scheiße, Alter. Wir gehen weiter in unseren zweiten Dungeon und mal gucken, was uns hier erwartet drinne. Da haben wir zumindest einen Schatz. Öffnen wir diesen. Auch wenn wir wahrscheinlich nichts tragen können, weil wir sehr viele Items von den Gegner-Drops mitgenommen haben. Agilitätsarm. Würdest du gerne etwas wegschmeißen? Ja. Wer? Wir haben Zypressenstock auch gekriegt, also gucken wir gleich nochmal nach. Schmeiß dann bitte ein Kupferschwert weg. Wir haben sogar die Gegner droppen sogar Kupferschwerter. Das ist halt auch übertrieben. Übertrieben scheiße. Agilitätsarm. Benutzen. Miku. Genau, so. Ich guck mal, was wir haben. Also, Kupferschwert. Machen wir bei der Ausrüstung. Status, Equip. Miku. Mal alles schlechter. Bleiben wir hier so, bleiben wir so, bleiben wir so. Helm haben wir noch nicht. Ende. So, Status, Equip, Kane. Ist alles schlechter, ne? Alles schlechter. Bleiben wir so, bleiben wir so, bleiben wir so. Helm, empty, weg. Gut, wir haben auf jeden Fall viel zum Wegschmeißen zu verkaufen. Dementsprechend. Nun denn, ja, kann man machen. Was kann man machen? Ja, Gegner. Ich weiß gar nicht, wie lange ich gebrauche. Ich muss wahrscheinlich hier 20 Minuten oder so rausschneiden, Alter. Knapp. Ja, wahrscheinlich. Irgendwie so. Dort oben ist eine Sackgasse. Endlich, unser erster Dungeon zu zweit, ne? Ich mag es nicht, dass das schwarz ist. Ich weiß nicht. Liho End. Wir gucken erstmal, ob Kane auch töten kann. Ja, okay. Dann kommen wir so mit normalen Schlägen hier ganz gut durch. Wir schlafen. Kane greift mal alleine an. Machen wir nach dem Kampf auf. Schauen wir mal. Ich habe jetzt nichts, um uns aufzuwecken, ne? Das ist halt das. Ein Lotterieticket haben wir gekriegt. Okay, wir sind wieder wach. Die sind eigentlich relativ nützlich später. Bleiben wir erstmal auf dieser Ebene. Gucken wir erstmal, was wir hier haben. Nichts. Okay, gut. Ja, ja. Oh, terrific move. Und die haut ab. Gut. Dann gucken wir mal hier, was wir hier haben. Eine Schatztruhe. Suchen wir mal. Noch ein Lotterieticket. Aber ich kann nicht mehr tragen. Ja, bitte. Wer wird irgendwas wegschmeißen? Kane, du hast so viel Müll bei dir. Hier ein Baseballschläger zum Beispiel. Da ist ein Lotterieticket auch wesentlich besser. Ja, es gibt ja auch eine Spielhalle quasi. Das erste Dragon Quest, wo auch wirklich so eine Spielhalle dabei ist. Glücksspiel und so. Ich weiß nur nicht, wie es aussieht. Aber ich weiß, dass es hier das erste Mal vorkommt. Interessant, oder? Dass es das schon hier gibt. In Dragon Quest 2 wurde es eingeführt. In Dragon Quest 3 gibt es natürlich auch eine Lotterie quasi. Und in Dragon Quest 8 kennen wir alle, ne? Das kennen wir alle. Jeder von euch, der jetzt Let's Play guckt hier gerade, hat auch zumindest schon mal Dragon Quest 8 in irgendeiner Form gespielt, oder? Kann ich mir zumindest gut vorstellen. Okay, das macht... Greifen wir mal mit Kane mit dem Zauber an. Wir haben auch Stop Spell gelernt. Aber benutzen Fireball. Fireball. Yeah, verbrennen die. Wobei ich mir lieber meine MP immer für Bosse aufbewahre, ne? So irgendwie habe ich das lieber. Weiß auch nicht. Ich bin ein merkwürdiger Spieler. Ich grinde gerne, spare mir meine MP lieber bis zum Schluss auf. Und benutze sie dann am Ende nie. Oh Gott, wir haben hier so viele Routen. So viele Routen, wir können links und rechts und... Boah. Guck, die treffen uns nicht mal. Was für Lappen. Sehr gut. Ich mag den breiten Kampfbildschirm sehr. Gut, hier haben wir nichts. Das ist schon mal sehr viel. Und da haben wir was. Was haben wir denn da? Suchen wir mal. Eine Nuss des Lebens. Ja, natürlich würde ich gerne was wegschmeißen. Kane soll was wegschmeißen. Und was soll er wegschmeißen? Kupferschwert.
Gut, Kane, Item. Nuss des Lebens benutzen. Für Kane. Ja, der hat weniger Leben, glaube ich. Gut, da haben wir das auch gemacht. Und dann stellen sie uns noch drei Ratten im Weg, die sich auch wirklich so vor uns stellen. Müsst ihr euch vorstellen, die machen ihre Breiten, ihre Arme aus. Nee, halt, stopp, hier geht's nicht weiter. So stehen die da. Nee, hier, du kommst hier nicht rein. Wir sind schon drin, Leute. Haha, habt ihr nicht mit gerechnet, ne? Die Idioten. Oh, was haben wir denn da auch noch wieder so Schönes? Suchen wir mal. Gegenmittel. Kane hat das genommen. So, da haben wir nichts rechts. Wir können da gucken, was haben wir hier? Zwei Schatztruhen. Ulala. So, du kaufst diesen Magier an. Und du wirkst meinen Zauber auf Fireball. Gegen die Königskobra. Ob wir hier Multischaden-Angriffe bekommen können, die mehrere Gegner angreifen können? Das würde ich gern wissen. Oh, das wäre ziemlich cool. Das wird ziemlich cool. So, was haben wir denn hier? Search. Eine Flügel der Chimäre. Damit können wir nach Hause teleportieren, aber nee, brauchen wir nicht. Nee, brauchen wir nicht. Tut mir leid, das kann versch... Ach, Leute. So, Magier angreifen. Und du greifst auch mal weiter so an. Die dann die fetten Ratten. Wir wollten doch nur zur Truhe. Was habt ihr dagegen? Wir wollen eure Schätze berauben. Weil wir gerade Bock drauf haben. Ich glaube, was haben wir denn hier drin, ne? 241 Gold. Na dann. Gehen wir gucken, was wir da hier unten haben. Oh nein, drei Kobras. Hoffentlich vergiften die uns nicht. Ist ein bisschen lästig. Das hatte ich während meiner Level-Session nämlich oft, dass Gegner uns vergiftet haben. Ab und dann durfte ich ja nochmal zum Schloss zurück und mich wieder heilen. Also, ich habe zwar Gegengifte verbraucht jetzt dafür, aber bin ab und zu mal zum Schloss gegangen und habe mich wieder im Inn ausgeruht, ne? So, was haben wir denn hier? Armee-Ameisen. Ist das der Silberschlüssel? Den wir benötigen. Suchen. Silberschlüssel. Aber die kann ich nicht mehr tragen. Ja, ich würde gerne was wegschmeißen. Und zwar, Miku, du hast doch noch ein Kupferschwert bei dir. Oder hier, den Baseballschläger. Sehr gut. Haben wir einen Zauber, wo wir hier raus können? Nee, wir können komplett zurückkehren zum Ort, aber outside können wir nicht. Ja gut, dann gehen wir raus wieder, ne? Das war doch mal ein interessanter Dungeon. Nicht groß. Aber doch mal sehr... Ich fand ihn irgendwie entspannt. Gut. Machen wir ihn noch platt. So, wir sollen jetzt zurück. Wir können jetzt die silbernen Türen öffnen. Ja. Wir können jetzt in den Städten die silbernen Türen öffnen. Wir können die Gefangenen freilassen. Oder? Ja, wenn wir lassen alles, wir lassen die Gefangenen frei. Ich habe einfach gedacht, der Dungeon ist wesentlich größer. Aber mir gefallen die Dungeons hier irgendwie. Die sind ja so einfach gestrickt, ne? Aber irgendwie, ich mag die Dragon Quest Dungeons immer. Ich gehe da total gerne rein. Deshalb das Gefühl ist ungefähr für mich dasselbe wie bei anderen Leuten, die gerne so Zelda-Dungeons machen. Die gehen in einen Dungeon rein und denken sich so, boah, das wird nice. Und irgendwie habe ich hier dasselbe Gefühl. Wisst ihr? Auch wenn das wirklich nur rumlaufen ist, also was heißt laufen, rumgehen. Wir können nicht laufen. Aber irgendwie ist das, weiß ich nicht, finde ich mir total spannend. Dragon Quest schafft es beim Film mit der... Dragon Quest schafft so eine komische eigene Atmosphäre, die dafür sorgt, dass man irgendwie gerne erkundet, ne? Gut, dann haben wir den Dungeon jetzt abgeschlossen. Wir gehen jetzt zurück zum Schloss. Wir können jetzt
viele Türen öffnen. Silberne Türen, goldene Türen bleiben uns leider noch verschlossen, aber das, da kümmern wir uns noch drum. So. So, Kane. Mit deiner Seite schaffen wir alles, ne? Bist mein bester Freund. Das ist mein bester Freund, ist das. Er redet nicht viel. Glaube ich. Ich weiß nicht. Ich bin ja gespannt, ob die Charaktere noch so miteinander interagieren. Aber ich finde es schon cool, dass er hinter einen herläuft. Das muss man so sagen. Das ist ziemlich cool. Ich weiß nicht, ob das im Original NES-Spiel, also für das Nintendo Entertainment System, ob es da schon der Fall war. Das weiß ich nämlich nicht. Die waren ja sehr. Für damalige Verhältnisse halt sehr limitiert, ne? Gut. Ein Magier steht hier in unserem Weg. Mit einer Fledermaus auf seiner Kutte. Oh, wer erreicht ein Level? Miku. Yeah, du bist der Beste. Lol. Und 10 Gold. So, da gehen wir als nächstes hin. Das machen wir noch nicht. Wir machen erstmal jetzt das Schloss, ne? Wir haben einen silbernen Schlüssel. Kann man mit den Silberschlüssel, also soweit ich hier gelesen habe, kann man mit den Silberschlüssel alle silbernen Türen gleichzeitig öffnen. Die gehen nicht kaputt. Das ist ziemlich cool. So, einmal rein ins Schloss. Und bevor wir irgendwelche silbernen Türen öffnen, werden wir erstmal einmal schön ein Wegratzen. Ein Wegschnarchen. Ne? Guten Tag, wir haben so viel Geld mittlerweile. Wow. Ja, wenn man halt stundenlang hier levelt, Alter. Um den anderen Fuzzi hier auf Level 10 zu bringen, damit er überhaupt was kann. Silberne Türen. Da sind silberne Türen. Gucken wir mal, ob wir sie öffnen dürfen. Tor. Nee. Nicht? Okay, dann nicht, dann ist okay. Da ist eine goldene Tür. Der Schlüssel dreht sich nicht. Da vielleicht durch? Alter, du bist auch so ein Gelackmalter hier, ne? Der Schlüssel dreht sich nicht. Dann ist das, dann gehen wir nochmal zum anderen Ort, zu den anderen Orten zurück. Das machen wir denn so. Schade. Die Zellen dürfen wir nicht öffnen. Aber wir haben ja noch zwei weitere. Wir haben noch zwei weitere Orte, die wir noch erkunden können, mitsamt silbernen Schlüssel. Und das ist ja zum Glück nicht so weit, ne? Bis zum nächsten Part, also das werden wir noch machen. Wir werden noch hier gucken, was wir hier überall so bekommen. Das machen wir noch, Leute. Aber bis zum nächsten Part werde ich mal den ganzen Scheiß, den ich da bekomme, alle mal verkaufen, ne? Damit wir im nächsten Part in die Höhle, die wir dann gehen werden, nicht wieder jedes Mal irgendwas wegschmeißen müssen, weil das dauert immer ein bisschen, ne? Was? Du sollst sterben. Was ist los mit dir? Da ist die Stadt. Gut, hier müssten silberne Türen sein irgendwo. Da oben zum Beispiel. Wenn der Wärter hier mal bitte aus dem Weg geht. Ja, komm. Danke, du bist auch super nett. Doa. Oh, wer bist du denn? Guten Tag. Willkommen bei der Lotterie. Möchtest du spielen? Ja. Willst du die Regeln hören? Oh ja. Drücke den X-Button. Wenn die Lotteriemaschine startet. Und noch einmal den X-Knopf, wenn du sie stoppen willst. Wenn du dreimal das Symbol hast, kriegst du einen Gewinn. Und du kannst den großen, und du kannst sogar, und dann, wenn du dreimal das Sonnensymbol hast, dann quasi, kannst du den großen Preis gewinnen, die goldene Karte. Wenn du drei Sternensymbol hast, kannst du den zweiten Platz bekommen, und zwar den Gebetsring. Und dann gibt's natürlich einen Haufen anderer Gewinne und so weiter. Und dann spielen wir.
Oh ja, Glücksspiel, Leute. Ey, komm. Aber wir kriegen noch einen Lotteriepreis. Nochmal, ich will nochmal. Ja, wir haben noch ein paar. Der erzählt mir ja ständig die Regeln, ne? Sag mal, ich sehe aus, wenn ich Alzheimer habe. Oh. Komm. Ja. Wir haben noch. Und wenn wir schon hier sind, ne? Ey, das ist cool, gefällt mir. Das ist ein Glücksspiel. Yeah. Das war so knapp für den Hauptpreis, ne? Ja, halt jetzt an. Oh, ich war knapp. Ich krieg noch mal ein Ticket. Ja, komm. Wir sind hier, also bedeutet das, wir müssen so lange weiterspielen, bis wir alles verloren haben. So und nicht anders macht man das. Gut, los geht's. Ich mach mal die Augen zu und jetzt drücke ich X, X und X. Das war nun wirklich nichts. Bitte komm wieder, habe ich noch welchen? Ja. Oh, du hast kein Lotterietickets mehr. Bitte komm irgendwann wieder. Das ist schade. Aber immerhin haben wir hier mal ein bisschen Lotterie gespielt. Interessant, dass es hier schon ein Spiel gibt, ne? So, war hier noch irgendein besonderes, also hier war jetzt nichts mehr, ne? An silbernen Türchen. Es war nur die eine. Schade. Aber immerhin wissen wir, dass wir hier Lotterie spielen können. Wahrscheinlich gibt es mehrere Orte, wo wir Lotterie spielen können. So, und dann gehen wir jetzt nochmal zurück zu unserem Heimatort. Da sind auch noch, silberne Türen, soweit ich mich erinnere. Die werden natürlich auch noch auskundschaften werden, ne? Herrlich. Alle 2 Meter ein Gegner. Das ist super, ne? Herz allerliebst, Leute. Ich feier das total. Oh, ich kann nicht erwarten, bis wir... Es kommen ja maximal immer 3 Gegner bis jetzt, ne? Oder? Waren da schon mal ein paar mehr? Ich müsste mal, wenn ich das schneide, mal gucken. Die großen Schnecken. Big Slug. Aber das werden wir jetzt noch machen. So. Gucken wir mal, ob hier silberne Tür waren. Nö. Gold. Das ist eine goldene Tür. Da ist leider eine goldene Tür. Können wir da aber hoch? Da können wir hoch. Okay. Door. Was haben wir hier? Was versteckt sich da im Keller? Mysteriös. Wer bist du? Hallo. Das ist das Gefängnis. Oh, Prinz, du solltest nicht hier unten sein. Warum nicht? Hey, du. Du hast den Schlüssel, nicht wahr? Ja. Wenn du diese Tür öffnest, kann ich dir was richtig Gutes sagen. Okay. Das passt nicht. Also, wenn ich den Schlüssel habe, okay, dann können wir hier nochmal hin. Dann sagt, erzählt uns was richtig Gutes. Diese Info lassen wir jetzt aber nicht hier gehen. Also, den Jailer's Key haben wir nicht. Wir haben nur den Silver Key. Aber ich habe einfach mal so ja gesagt, ne? Wir wollten ihnen Hoffnung machen und wir haben sie zerstört. Da gehen wir noch nicht rein. Das ist mit, ich weiß nicht, zu heikel. Aber jetzt greifen wir hier mal hin. So, öffnen wir mal. Was bist du für ein Dude? Das Ringamulett, also das Glockenamulett, kann dich beschützen von der Magie der Monster. Ja, naja, jedoch gibt es eine kleine Chance, dass es dich einschläfern kann. Selbst wenn du Magie versiegelt hast oder so. Na gut, das ist so nützlich gewesen, danke. Und wer bist du? Wieso sperrt ihr euch allein? Seid ihr wahnsinnig? Ich habe gehört, dass was im Mondpunkt passiert ist. Der böse Priester Haron mit seiner dunklen, bösen, furchterregenden Magie, Power. Ich habe gehört, dass er einen Fluch auf Menschen auferlegt, die ihn zerstören wollen. Bitte sei vorsichtig. So, was hast du denn in deiner Kommode? Ein Lotterieticket! Yeah! Wir dürfen mehr spielen!
Warum hat die Nonne ein Lotterieticket bei sich gehabt? Naja, aber du solltest keine Fragen stellen. Aber Leute, ich würde sagen, im nächsten Part gehen wir zu diesem einem Schrein, den wir schon uns auf dem Weg gesehen haben, wo wir vorbeigegangen sind, wo ich schon gesagt habe, ey, das machen wir später. Ich bedanke mich euch fürs Zusehen. Lasst gerne Like, einen Kommentar da und abonniert, damit ihr den nächsten verpasst. Ich weiß nicht, wie lange dieser Part geht, weil ich habe jetzt schon sehr lange zwischendrin gelevelt. Richtig lange. Dementsprechend, ja, 50 Minuten ist jetzt hier nur reine Aufnahmezeit. Während des Levels habe ich auf Pause gedrückt und dementsprechend muss ich immer gucken, wie ich schneide und so weiter. Naja, gut. Wie auch immer, ist egal. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Haut rein und tschüss.